das nie geglaubt. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Eine Entlassung. Was ist das denn schon? Na schön, du bist entlassen. Dann bist du eben entlassen. Hunderttausende sind entlassen. Das ist ja keine Schande. Du stehst auf der Straße. Auf der stehen Millionen. Da fällst du nicht weiter auf. Dafür ist sie ja da, die Straße. Irgendwo müssen die Entlassenen ja stehen. Ich hätte das nie geglaubt, dass ich so aus dem Leim gehe, als der Henner es mir sagte. Wir siezen uns zwar, Sie Henner, Sie Heinrich, er ist der oberste Boss. Aber was haben wir nicht alles zusammen unternommen? Als er es mir sagte, zur Tür hat er mich begleitet, Hand auf die Schulter gelegt. Grüße an zu Hause, so nett. Sie auch, sagte ich. Aber kaum war ich draußen, hat es mich nur so geschüttelt. Geschluchzt habe ich, sowas von geschluchzt. Ich sehe mich noch wie heute. In der Tiefgarage stehe ich neben meinem Auto und hämmere immer mit meinem Schädel gegen den Betonpfeiler. Auch jetzt, wenn ich nur daran denke, die Tränen. Möchten Sie ein Taschentuch, Herr Krause? Ja, danke. Woher hat der Mensch nun all die Tränen? Meine Mutter konnte nicht weinen. Die hatte chronisch verstopfte Tränengänge. Aber ich? Sehen Sie, es geht schon wieder los. Mach nichts, Herr Krause. Und dann ging das wie mit Lichtgeschwindigkeit. Das Haus, das Auto, das Apartment auf Mallorca, die Frau weg mit allen Kindern. Zwei wunderbare Kinder. Die Sabine und der Junge, der Bub, wie aus dem Gesicht. Pascal. Weg ist sie mit beiden, wohnt jetzt im Seefeld. Sie sagt, ich sei ein Ungeheuer. Ein sentimentales Ungeheuer, ein Versager! Ich kann nicht mehr schlafen. Ich liege wach und kann nicht mehr einschlafen. Ich höre auf jedes Geräusch im Haus, ob meine Frau die Koffer... Dabei hat sie die schon vor Wochen gepackt. Ich liege da und kann nicht einschlafen. Es ist totstill im Haus, kein Mensch... Wie soll ich da einschlafen? Ich erwürg die noch alle drei. Oder? Oder ich bringe mich um. Ja, ein Strick ins Wasser gehen, das ist gar nicht so einfach, sich umzubringen. Ein Hotelzimmer nehmen, da ganz nach oben hinaufzufahren und von oben. Ich bringe mich um, das ist eins, was sicher ist. Herr Krause, wer wird denn gleich? Ich. Au! Mein Nacken. Au! Seit ich entlassen worden bin, bin ich muskulär so wie. Au! Hier auch. Das ist ein Hexenschuss. Ein beginnender Hexenschuss. Die spüre ich Stunden vorher kommen. Wie eine Ahnung. Wie eine absolut sichere Ahnung. Hier auch! Herr Krause, was ist denn hier? Herr Krause, versetzen Sie doch mal in die Lage Ihres Chefs. Ich habe Ausschläge seither. Alles juckt mich von oben bis unten. An den Beinen, am Hintern, Hämorrhoiden. Da werden Sie wahnsinnig. Herr Krause, nur so ein Spiel. Sehen Sie, mein Augenlid, es zuckt immer. Ja, Herr Krause, nur so ein Spiel. Denken Sie mal, Sie sind Ihr Chef und Sie müssen sich entlassen. Also, ich mich selber? Ja, Sie sind der Chef und Sie sollen sich entlassen. Ja, also, Herr Krause würde ich sagen. Das ist schon eine seltsame Sache, ja. Sich selber. Also, Moment, also Sie sind jetzt der Chef. Und Herr Bieler, wären Sie mal so nett, kommen Sie mal bitte. Ja, also ich weiß nicht. Ja, doch, bitte kommen Sie mal. Also, Sie sind der Chef und Sie sollen jetzt Herrn Bieler entlassen. Also nicht Herrn Bieler, also Sie sollen Herrn Krause, also sich entlassen. Ja? Bitte. Ja. Also, Herr Krause, es tut mir leid, ich bin gezwungen, Sie zu entlassen. Sie haben es wirklich erstklassig, wirklich hervorragend. Es tut mir unendlich leid, just den besten Mitarbeiter eigentlich. Nein, Herr Krause, jetzt keine Tränen. Nein, keine Tränen jetzt. Krause, Heinrich! Sie sind eine Heulsuse, das sage ich Ihnen jetzt mal ganz offen, von Mann und Mann zu Mann. Ein weinerlicher Waschlappen sind Sie. Ich kann nicht anders, denn es ist stärker als ich. Ich kann nicht anders, es ist stärker als ich. Ich kann Sie nicht ausstehen, Heinrich Krause, wie Sie schon dastehen mit Ihrem saublöden Babyface und so tun, als seien Sie ein Adler. Dabei
ist Ihre Nase das letzte Erbstück von Ihrem Vater. Ha! Der war ein Adler, den können Sie nie das Wasser reichen. Ich kann Sie nicht ausstehen, Heinrich Krause. Sie sind ein Sittich allenfalls, eine Ente, ein Kuckuck. Ein Workaholic der dritten Art, pathologisch. Die anderen Herren von der Geschäftsleitung sehen nur rot, wenn sie ihren Namen schon hören. Haben Sie eigentlich keine Frau? Natürlich habe ich eine Frau. Sie tragen mir doch immer Grüße für Sie auf. Krause, wissen Sie dann nicht, was eine Frau will am Wochenende? Fangen will die am Wochenende. Am Samstagnachmittag ein kameradschaftliches Shopping, dann ein Dinner mit einem guten Glas Roten und dann, Krause, heim. Und zu Hause vielleicht noch ein Schlummerwhisky und dann, Krause, Sex. Sex. Ja, eine Frau will Sex am Wochenende. Auch eine, die so gut aussieht wie Ihre. Sie hätten ja eine hässlichere heiraten können. Jetzt haben Sie die und die will Sex am Samstag. Und nicht einfach so die Beine in die Luft und zweimal rein und raus. Ne? Nein, da müssen Sie mal Ihre Fantasie ins Spiel bringen. Die haben Sie doch in solchen Fragen. Das weiß ich doch ganz genau. Mensch, Krause, Sex ist etwas anderes als Jockey. Ihre Frau wünscht sich so eine richtige Schweinerei mal, wo man sich hinterher voreinander schämt. Und doch war es einzigartig und toll. Hämmern Sie sich das in Ihre behämmerten Schädel, Krause! Ja, Herr Direktor, hämmern. Umbringen möchte man sich ihretwegen. Einen steifen Nacken bekommt man, Hexenschuss. Alles juckt einen von oben bis unten. Sie sind ein Arschloch, ein unerträgliches Arschloch. Wenn ich Ihre Frau wäre, ich wäre Ihnen noch gestern davon gelaufen. Sie sind entlassen! Geht das so? Hm?